Hallo zusammen zur nächsten Map-Vorstellung. Ja, es gibt wieder Maps. Ja, heute haben wir hier die Lendorf bei LSLP Gist, wie man das ausspricht. Die Map selber ist 300 und lass mich kurz schauen, 375 MB groß. Normaler Download, also nichts lang warten und so, passt soweit. Ja, wir gucken es uns mal an. Scheinbar ist es Seasons Ready. Ja, genau. Habe es allerdings gerade keine Seasons drin. Das hat mich wundern. So. Also gucken wir uns euch mal die Map an. So sieht sie aus. Große Felder, wer auf große Felder steht, hat hier Spaß mit Sicherheit. Ich nicht. Wir gucken uns das mal hier an. So, Saatgut, Herbizid, Flüssigkeit, Tankstelle, Dünger, Kalk, Güllelager gibt es hier. Dann gibt es hier noch was zum Ballenverkauf. Viehhändler, was auch immer es da unten heißt. Viehhändler, Gülle. Okay, gut. Kuhstall. Jo, was haben wir hier noch Schönes? Erdfrucht, sprich verkauft dann vermutlich, oder Lager, je nachdem. Was haben wir hier noch Schönes? Da haben wir noch mal einen Schafstall und eine BGA steht hier noch rum. Hier haben wir noch ein paar Pferde, Hofsilo. Hier ist noch mal ein Shop, Hoftankstelle. Hier Spinnerei, Getreide, Viehhändler und hier sind Schweine. Genau. So, das war's auch schon wieder hier. Verkaufsstellen sind hier. Setzt ja selber. Da haben wir nichts mehr. Ja, Missionen gibt es auch. Tiere haben wir noch keine. Fahrzeuge gucken wir uns gleich an. Ja, es ist normale Früchte, kein Multifrucht hier verfügbar. Ganz normale Früchte. Das wäre das. Zum Start gehört uns im Endeffekt schon einiges. Hier gehört uns was, da gehört uns was, dort gehört uns was. Felderpreise sehen so aus, das setzt ja unten hier, machen wir mal so, dann sieht man es besser. Also da müssen wir schon Geld reinschuffeln hier. Die Felder kosten eigentlich wahrscheinlich alle über 1 Million. Na, ja, wo hier gibt es ein kleineres Feld. Ja, aber das muss wahrscheinlich das sein. Genau. Hier, das wahrscheinlich ist auch günstig. Genau. Ja, das hier vielleicht auch. Genau. So sieht es da aus. Fuhrpark sieht momentan nur so aus. Upsala. Normale Maschine, nichts Übertriebenes. So, und das scheint wohl jetzt der Hof zu sein. Jetzt mal ein bisschen um hier. Okay. Viel Platz. Oh. Okay, eine Halle. Die auch hier irgendwo mal Lichtschalter, gell? Auch Licht beinhaltet. Na, ich will hier aber raus. So. Hier steht der kleine Fuhrpark noch. Hier steht der Drescher rum. Bisschen Dekoartikel hier noch. Noch mal ein Fendt plus ein Gruber. Oh, kommen wir gar nicht rüber. So. Das scheint ja wohl jetzt Wohnhaus zu sein. Da kann man mal schauen. Oh, kann man auch rein, okay. Kann man auch Licht anmachen. Küche. Okay. Was haben wir hier noch Schönes hängen? Scheint auch noch mal eine Werkstatt zu sein oder eine Halle. Eine Halle dann. Habt ihr auch Platz hier drin? Genau. Was haben wir hinten noch Schönes? Oh, eine größere Halle hier, aber auch mit Lichtschalter.
ne? Das jetzt hier gerade irgendwie nicht geht. Aber das ist doch okay. Da habt dann Platz zum... ja. Da habt ihr dann Platz zum Stapeln, beziehungsweise zum... Lagern. So. Was haben wir hinten noch Schönes? Okay, da kommen wir gleich dazu. Nochmal Hallen. Okay, hier scheint der Silo drin zu sein. Wir können dann durchfahren. Genau. Unterstellmöglichkeiten, umgefallenes Hochsilo. Was ist hier noch drin? Das ist die... Ah, hier ist die Werkstatt verbaut. Ja, genau. Ja, waren wir jetzt hier überall drin in allen Hallen. Jetzt gucken wir mal nach vorne noch. Das ist wohl auch eine Halle. Was ist hier drin gewesen? Ah, ne, das ist die Halle gewesen. Okay. Also hier gibt es wohl am Hof keine Tier. Kein Stall. Wie es aussieht. So. Da kommen wir jetzt nicht rüber. Was ist hier noch Schönes? Alles bloß Deko, okay. Das ist ein Silo. Okay. Dann haben wir hier drüben, wie es aussieht, die Pferdekuppel. Die Pferdekuppel hier. Schauen wir mal was anderes wieder. Das kann man nicht aufmachen hier. Wo kann man es ja? Hier kann man es ja aufmachen. Wo kann man Pferde hier irgendwo kaufen? Ah, hier. Es passen 8 rein. Sieht dann so aus. Genau. Hier steht Futterdruck, Wasserdruck, wie es aussieht. Ja. Und wie gesagt, kaufen könnt ihr, wenn er hier irgendwo hinsteht. Hier ist leider keine Markierung dran. Hinter dem Schuppen hier am besten hier hinstellen. Hier. Ich schätze mal, dass sogar wahrscheinlich der Schuppen selber wahrscheinlich auch. Ja, wenn er. Ja, hier geht es zum Beispiel jetzt nicht. Also ihr müsst hier hinten hier hinstellen, hier in dem Bereich, dann geht's zum Kaufen. Genau. Gut. Jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Ein bisschen hier. Ich würde sagen, gehen wir noch ein Stückchen runter. Noch eine Halle. Geht die auch auf? Oh ja, geht sogar tatsächlich auf. Die Bushaltestelle. VW BGA, geht zu BGA. Getreidehandel wahrscheinlich hier lang nach Lehndorf, 5 Kilo. Hey, aber ist aber auch schön gemacht hier, die Wege hier. Passt jetzt, geht's hier in die Richtung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Schauen wir einfach mal gerade Wege hier, eine gerade Karte. Ich denke, kann man auch viele Sachen hinstellen, aber hier ist schon wieder Ende. Also von dem her, eine ganz schön feine Sache hier. Ich muss ja noch ein bisschen was erledigen hier. Dass es so passt. Genau nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. So, deshalb würde ich sagen, wir fahren jetzt mal hier rüber.
Ist auch schön, ist ja alleenmäßig hier schon fast. Weniger Verkehr hier. So, was haben wir hier nochmal? Noch ein Abzweig darüber. Lehndorf, Passnitz, Schachnitz, wie auch immer das ausgesprochen wird. Hier sind Abladestellen, wie es aussieht, oder Verkaufsstellen. Okay. Gucken wir mal, ob wir reinfahren können. Oh ja, tatsächlich. Geht hier Lichtschalter? Nee, noch nicht so. Abladestellen. Und hier genau das gleiche. Digitalanzeige. Okay. Da hinten ist nichts mehr, oder? Hier ist noch ein Wohnhaus. Okay. Auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Das müsste jetzt eigentlich der Schweinestall hier sein. Mal gucken, wo wir da reinkommen. Ach, hier war der Eingang. Kann man auch reinfahren. So, wo kann man jetzt die Schweinchen kaufen? Vermutlich hier drin, ne? Jetzt habe ich noch keine Möglichkeit. Ah, hier hinten. Wir kaufen mal ein paar. Passen 500 Stück rein hier. Hier mal ordentlich Auslauf, Güllegrube. Passt auch, okay. Er hat richtig große Felder hier. So, was haben wir hier? Einem nächsten Hof, wie es aussieht. Da ist wohl ein Ballenlager, bisschen mit dem Ballenverkauf. Kann man nicht rein hier, wie es aussieht, nö. Hier ist noch ein Hof. Kann man hier rein? Nö, auch nicht. Okay. Ah, Ableitestelle hier, okay. Hier gibt es ja noch den Hühnerstall, den brauchen wir ja nicht groß angucken uns. Wir können mal gucken, wie viel reinpassen. Hier passen 400 Hühner rein. Okay, was haben wir hier noch? Hühnerstall. Hier drüben war irgendwo noch Kuh. Kuhstall scheint das hier zu sein. Mal gucken, wo man kaufen kann jetzt hier. Ah, hier hinten, okay. Für 500 Kühe. Der Stall hier. Gucken wir mal, wie es aussieht hier. Ja, die haben auch eine relativ große Weide hier. Das ist okay, das passt soweit. So, was haben wir hier noch Schönes? Mein Gott. So, jetzt eine kleine Stadt hier noch. Halt, wir laufen in die falsche Richtung, gell? Wir müssen schon kurz, gehen wir mal kurz darüber. Gibt es eine klassische Telefonzelle hier. Ein Wirtshaus, deutsches Haus, okay. Da geht es zum Hof, eigentlich ist es wahrscheinlich Originalhof. Ja. Okay, das ist bloß Unterstimmigkeiten hier. Das geht wahrscheinlich nicht auf. Nö.
Okay. Schön. So, hier gibt es noch verschiedene Abladestellen hier. Genau. Da hinten ist dann auch nichts mehr, wie es aussieht. Wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Hallo? Da, genau. Dann können wir eigentlich gleich direkt darüber. Hier ist eingezäunt. Also ich muss sagen, die Straße hier sind echt schön gemacht, so richtig idyllisch hier ein bisschen. Aber die Felder sind halt einfach zu groß. Ja. Das ist halt das andere. Läuft bisher eigentlich relativ flüssig, die Karte. Gut, aber es ist ja noch nichts Großes drauf, sagen wir mal so. So, wo sind wir jetzt hier? Kommen wir da runter. Neu Lauske. Sagt mir alles gar nichts. Ich heiße noch Abladestelle hier. Genau, hier dürfte auch schon die Grenze sein da hinten, genau. Hier ist noch ein großes Silo. Das ist halt auch schön hier, so wirklich so der Feldrand, also so der Rand von der Straße noch so ein bisschen Dreck, bevor es dann wirklich dann rübergeht in die Wiese. Also muss ich sagen, das ist echt schön hier geworden. Auch hier an die Verbindungsstraßen. So, wo sind wir jetzt? Hier haben wir noch eine Freifläche von irgendwas hinstellen, auch noch umzäunt das Ganze. Noch ein kleiner Hof, da kann man wahrscheinlich nichts machen. Ne, das ist bloß Dekoration. Hier haben wir noch die BGA stehen. Auch eingezäunt. Auch eine kleine BGA, bloß einen Kübel hier, also ein Silo. Hier ist wieder die Grenze. Okay. Jetzt haben wir hinten noch Schafstall irgendwo überflogen. Das muss hier irgendwo sein. Ah, hier ist der Schafstall. Gucken wir mal, wo wir hier Schafe kaufen können. Wahrscheinlich am Eingang, oder? Ne, hier geht's jetzt nicht. Hier geht's auch nicht. Hier geht's wahrscheinlich drin, oder? Ah, hier. Hier in dem Bereich geht's. Für 500 Schafe, wie auch drüben 500 Kühe. Bisschen waren die Schweine, glaube ich, gell. Und die haben ja auch einen relativ großen Auslauf hier. Genau. Von dem her eine feine Sache. Jo. Ein bisschen mehr Verkehr hier schon auf der Straße hier.
Da fährst du halt auch ein Weichen, ne? Also. Die Felder sind halt, wie gesagt, riesig. Hier haben wir dann wahrscheinlich noch mal eine. Ja, natürlich keine Abladestelle, oder? Ist das einfach nur eine Lagerstation hier nochmal? Die man auch überall wohl auf der Karte verwenden kann, wie es aussieht. Aber noch Vorteil, ihr könnt hier auf den geraden Flächen halt auch viel Platz hier noch. Ne? Durch halt aus andere. Lehndorf. Ja, da waren wir ja vorher. Genau. So. Gehen wir hier entlang wieder. Mal gucken, ob wir Lehndorf noch finden. Das müsste dann da oben irgendwo sein. Ja, und dann würde ich sagen. Fehler in der Map. Moment, wir gucken mal kurz rein. Sieht eigentlich, würde ich sagen, sieht gut aus. Ja, da oben ist schon eine Mod-Vorstellung gewesen. Nö, das sieht in Ordnung aus, würde ich sagen. Ja, bin ja schon weg. Lehndorf, 1 Kilometer. Ist das Lehndorf da hinten dann? Da war doch kein Dorf mehr. Ist doch nicht Lehndorf hier. Nö. So, genau. So, das soll es wieder gewesen sein. Viel Spaß mit der Map. Wenn uns euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen. Ja, und dann sieht man sich in der nächsten Mod vorstellen, Map vorstellen oder Projekt. Je nachdem. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne und ciao.